Weiter geht's mit Pokémon X Firstly! Ja, dieser Begrüßung war vielleicht ein bisschen zu laut, aber ich habe Lust auf das Game. Es macht mir Spaß. Irgendwie schon. Mit euch haben wir schon geredet, ihr Lappen. Lalala, lalala. Gehen wir mal an Pokémon-Gesammler David vorbei. Weberak. Okay. Ich sehe schon, hier gibt es nur ein viel Käfer-Pokémon. Freut mich eigentlich. Kann man Fukano gut leveln. Hornliu! Level 5. Ich will mal gucken, was der erste. Also, ich werde jetzt nicht Fritzeblitz unbedingt trainieren. Es ist nur die Demo, also kann ich schon einfach nur meinen Pokémon hochtrainieren. Gegen dich haben wir gekämpft. Und weiter geht's. On you. Level. Okay. Okay. Wieder ein Level 1 Hornio. Ist das ein Nest oder was da? Immer wieder 5. Okay, scheint nicht zu sein. Mit diesem Baum könntest du viel machen, mit Sicherheit. Muss sagen, da könnte zum Beispiel ein Bibo rauskommen, weil es sein Nest ist oder so. Keine Ahnung. Aus dem musst du mal was machen. Hallo, Zeit ein paar Noobs zu klatschen. Genau meine Rede bei LOL. Käfersammler Miguel. Toxipet. Eins schon der neueren Generation, also der fünften. Finde ich cool, dass du sowas nutzt. Superfective. Giftstachel. Ich glaub's nicht. Sofort vergiftet oder was? Cool aus, wenn es vergiftet ist. Wir sollten mir Gengar kaufen. 89, Level 8. Lernt Silberblick. Okay. Defeat. Du bist ein Noob, ich kann doch nicht gegen dich verlieren. Siehst du es doch? Noob. Geklatscht. Oh nein. Das ist ja wirklich wie ein normales Pokémon. Ich glaub's nicht. Ja, super. Raupi Level 2. Ah ja, was wissen wollte eigentlich? Kann ich gleich mal gucken. Kokuna Level 4. GG. Glut. Sollte sterben. Speichern. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, Endo hat das Spiel gespeichert. Es geht schnell. Schon mal ein Vorteil. Raupi, wieder mal Level 3 diesmal. Eieiei. Ich merke schon, ich muss mich vor Käfer-Pokémon am 8 nehmen, vor allem vor Gift. Nehmen wir mal mit dir, du hast bestimmt gegen. Willkommen, kann ich Ihnen behilflich sein? Nicht dein Ernst. Wo ist der Gegengift? Wieso gibt es Toxin und kein Gegengift? Erklär's. Ich glaube, ich bin hier im falschen Team. Tipp. Du solltest Gegengift dabei haben. Dringend. Gegengift anbieten. Bitte, sie sind wieder topfit. Dankeschön. Dringend. Aber die Region sieht schon mal recht cool aus. Du solltest dir eine eigene Region damit erschaffen. Mit einem Ei. Also mit dem Professor fand ich schon mal nicht schlecht, aber wirklich eine eigene Region. Das wäre cool.
Und vielleicht kannst du dir eigene Pokémon ausdenken. Das wäre cool. Mal so als Fan-Pokémon-Fan. Verstehst du? Aber insgesamt ist das Spiel für das Angebot recht cool. Ah, wir finden einen Antrag. Ich wusste, dass mit diesem Stein was ist. Und die Pokémon-Treffrate beim letzten Gebüsch ist sauhoch. Besser für mich, kann ich besser leveln. Mein Pokémon soll Level 15 werden, bevor ich den ersten Onni so mache. Also, das ist das Ziel und das ziehe ich auch durch. Davor klatschen wir. Also, mit dem Baum habe ich schon erzählt. Ah, mal kein Pokémon. Oh, mal wieder kein Pokémon. Stein. Nö, diesmal nicht, schade. Ein Trainer! 90% aller Menschen sind zu faul, meinen Namen zu Ende zu lesen. Käfersammel. Nakamenalakabasalabermat. Okay. Strawickel. Cool. Also was ich sagen muss, man findet hier wirklich sau viele verschiedene Pokémon. Und wenn das jetzt wirklich, wenn das Spiel fertig ist, über alle Pokémon so weitergeht, muss ich sagen, Hut ab, Wattzapf gibt's sogar hier. Also ich muss wirklich sagen, ich bin positiv überrascht über das Spiel. Bis jetzt. Nie wird jemand erfahren, dass ich verloren habe. Mein Name wird sich sowieso niemanden merken. Stimmt. Steht hier? Nichts. Okay. Sind einfach so Felsbrocken. Hornliu, Level 2. Starkes Pokémon. Weiß nicht. Blut. Mal gucken. Ein Raupi hat meine Freundin gefressen. Kommt da jetzt so ein mutiertes Raupi, was so überfett ist oder so? Käfer, sei mal Hausmann. Oh, schade. Das wäre so wie bei Feuergrün, so rieses fettes Raupi, so was ein Mädchen frisst. Das wäre awesome. Richtig awesome. Hausmeister, sein Taubsi. Was soll ein Taubsi jetzt hier? Das passt gar nicht. Aber es stirbt auch. Glut. Oh, es brennt. Barnett. Sandwirbel sieht cool aus. Und Glut sieht halt wie immer aus. Und der Brand sieht auch recht nice aus. Bis. Oh, wie immer. Beziehungsweise wie manchen Spielen. Oh, Endo gewinnt mal wieder. Hey Kleiner, komm mal her. Ich habe jetzt ein Fahrrad und du bist der Erste, den ich sehe. Deswegen schenke ich dir den Turbo-Treter. Hat den Turbo-Treter erhalten. Und wie renne ich jetzt? Anton, Anton, Anton. Okay. Bin ich hier? Road on Town. Ich mache ein Wettrennen, also weg, block mich mir nicht den Weg. Ich mache ein Wettrennen, also block bitte nicht meinen Weg. Okay. Das sieht aus wie Bill. Musst du eigentlich jeden ansprechen, den du siehst? Ja, muss ich. Ich will wissen, was das hier ist. Und hier ist Mark. Willkommen, kann ich Ihnen behilflich sein? Er hat Gegengift. Uhu, er hat Gegengift. Nehme ich zweimal. Und ein Heilball. WTF. Kann ich etwas für dich tun? Nö. Du kannst mich schon holen lassen. Mal gucken. Pokémon-Dingsbums, okay, wie immer. Das sieht aus wie Gary. Die Arena war echt schwer. Hast du auch Pokémon? Lass uns kämpfen. Dann, wenn du mich nicht besiegst, schaffst du die Arena erst recht nicht. Philipp! Lol. Stimmt, er hat 100er Pokémon. Ich stehe gar nicht. Rivale Philipp, Torgosso, Level 7. Bis. Flinch, perfekt.
Fick dich mit der Knochenkeule. Fick dich. Ist. Knochenkeule. Ja, es failed. Perfekt. Okay. Hat er immer diese Pokémon oder wenn ich ein anderes starte, hat er ein anderes? Lavita! What the fuck? A critical hit. Nice. It's not very effective. Ist mir schon klar. Biss. Der Biss-Showdown beginnt. Fick dich. Nein, es ist langsamer geworden. Aber ich hoffe, es ist immer noch schneller als dieses Lavita. Ja, perfekt. Sieg! Spielsatz und Sieg gegen Philipp. Ich wusste, dass du deinen Namen... Schnüffler, nein. Nein, es soll keinen Attack für Schnüffler vergessen. Endo Defeat. Gut gekämpft, ab sofort bist du mein Rival. Ab jetzt lass ich... Aber jetzt lass mich erstmal ausruhen. So, scheiß Deutsch. Gut. Hallo. Sie sind wieder topfit. Gut. Und die Schwierigkeit finde ich jetzt nicht so schwer am Anfang. Also für diesen hier auf jeden Fall. Was ist hier? Der Professor möchte gerade keine Gäste. Und deswegen steht da. Okay. Dieser Arena-Leiter kämpft überwiegend mit Käferpokémon, also auch mit Gift. Kauf vorher lieber ein paar Getränke. Du musst nur gegen zwei Trainer kämpfen bis zum Arena-Leiter. Empfehlens sind aber alle zu besiegen. Sonderbonbon. Ende Partisan als kleine Hilfe. Dankeschön. Ich werde dich schnell besiegen. Käfer Sichler Level 10. Okay, die Schwierigkeitshöhe wird erhöht. Ich merke schon. Ich merke schon, es kommt eine Schwierigkeit dazu. Ah, ich find's gut. Bisschen schwerer kann das Spiel mal gebraucht werden. Mal gucken, ob ich das 2 plus 2 schaffe. 214 direkt. Schade. Viel Glück noch. Danke. Komm, was du hast. Ich werde dich schnell besiegen. Sicher. Wo hast du? Oh, 1, 2, 3. Pinsel Level 6. Ich muss sagen, ich finde die Mischung aus neuen und alten Pokémon recht gut gelungen. Also Sichlor, Pinsir. Was mir fehlt, ist gerade ein Scaraborn. Ich hoffe, das kommt noch. Das war jetzt noch cool. Ladybar haben wir auch noch nicht gesehen. Also man sieht hier wirklich jedes einzelne Käfer-Pokémon. Wompel war noch nicht zum Beispiel da. Aber man sieht hier wirklich viele Käfer-Pokémon. Und das finde ich einfach nur genial. Weberak hatten wir schon. Aber wenn man so sieht, am Anfang so Raupi etc., denn Sichlor, Pinsir, Bibor, Strawickel etc., muss ich sagen, es ist ein gut gelungenes Projekt bis jetzt. Was mir tierisch Spaß macht. Wieso ist dann so schnell? Ich werde dich schnell besiegen. Sagen hin wieder das Gleiche. Ein Punkt mal wieder. Käfer, sag mal. Was? Okay, damit hast du übertrieben. Damit hast du auf jeden Fall übertrieben. Level 11 Kavalanas. Oh mein Gott. Nice. Danke, aber... Ja. Gut. Level 12. Verstanden. Achso, ich mit rechter Hand, bitte. Nein. Ja. Kannst nicht mal Flammenwurf oder sowas erlernen. Damit es viel schneller geht. So, mal gucken, was du sagst. Ich werde dich schnell besiegen. Also jeder sagt das Gleiche. Zwei Pokémon hat er. Hornio Level 8. Okay. Was ich noch an diesem Spiel bis jetzt gut finde, es ist wirklich unterschiedlich. Es sind nicht immer die gleichen Pokémon, es kommen wirklich viele verschiedene vor. Was auch ein Pluspunkt an diesem Spiel ist.
und mir macht es Spaß. Nur die Sätze in der Arena hätten halt unterschiedlicher sein können. Aber sonst viel Glück noch. Danke. Aber sonst ist es recht cool. Ich werde dich schnell besiegen. Wir werden wieder sehen. Ein Pokémon, Käfersammler, B-Boar Level 10. Was der andere vielleicht noch haben könnte, ist ein Smetbo. Das wäre noch awesome. Furienschlag, nein. Böse. 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 Glut. Ist es eine Stufe höher? Ja. Level 13. Schon gut. Käfersammler Sandmann. Viel Glück noch. Ich habe jetzt die Namen nicht alle gelesen, aber... ja. Ich werde schnell besiegen. Hier sagt das Gleiche. Also da muss mehr... Neues rein. Aber sonst... Tollbarker. Tanzer. Wieder ein neues Pokémon, was sage ich? Pokémon-Unterschiede sind einfach nur awesome. Und das... ja, fick dich. Nein. Oh, Lacker. Oh mein Gott. Was kommt jetzt? Potrot. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, Potrot. Okay, das wird, da wird mein Pokémon mit Sicherheit sterben. Critical Hit. Komm. Ja, da stirbt mein Pokémon nicht. Oh, ich liebe dich. Vulcano, bestes Pokémon. Oh mein Gott. Das wäre auf jeden Fall mein erster Tod gewesen, aber so. Toll, Barke. Viel Glück noch. Also, jeder sagt das Gleiche, was ich lame finde. Da schon mal Kritik, aber was nicht ist, kann er werden. Ich gehe jetzt zum Pokémon Center und dann sage ich schon mal wieder. Ja, was soll ich sagen? Ja. Ich mache wieder Pause. Wir sehen uns beim nächsten Part von Pokémon Ecstasy. Bis zum nächsten Mal.